Liebe Freunde des Christkindl Boca Juniors Turniers, herzlich willkommen zu unserer Auslosung vom Fußballturnier. Aber bevor wir zur Auslosung kommen, möchte ich einmal Danke sagen. Danke bei den Vivea Hotels, wo wir heute eingeladen sind, die Auslosung durchzuführen. Ganz besonders ein Dank den Herrn Direktor Mario Sonnleitner, dass er die Lokalität zur Verfügung stellt. Die Vivea Hotels sind seit Beginn an Unterstützer unseres Fußballturniers. Darum auch ein großes Dankeschön an das gesamte Unternehmen. Nun kommen wir zur Auslosung von unserem Fußballturnier. Ich darf unser Glücksengel, die Nina Rosa, sehr herzlich begrüßen, die uns heute unterstützen wird. Wie jedes Jahr an meiner linken Seite Django, Martin Dremel. Ja, Nina Rosa, dann darf ich dich um das erste Los bitten. Danke. Das erste Los ist... Oh, es ist meine besondere Ehre. Die U16 NSG Aspern Kronbach. Und zwar ist das mein Geheimfavorit, weil da meine zwei Buben mitspielen. Ich glaube, die werden hart zum Knacken werden. Dann die erste Mannschaft in der Gruppe B, das Team Awesome. Zweite Mannschaft in der Gruppe A, der USC Kronbach Vorstand. Dankeschön. In der Gruppe B, zweite Mannschaft, der erste FC Schlattental. Weiter geht's, dritte Mannschaft in der Gruppe A. Die Wulfahrter aus Wismut. Dritte Mannschaft in der Gruppe B. Hätten wir dann den Heimverein, die Boca Juniors. Vierte Mannschaft in der Gruppe A. Ein Klassiker, Omas Burm. Vierte Mannschaft, Gruppe B, der USC Lichtenegg. Okay. Dann der Vorjahressieger, das Team Larisch. Und die fünfte Mannschaft in der Gruppe B wäre dann der oftmalige Sieger des Turniers, der USC Bad Schönau. Ja, also bei den Herren wird im Gruppenmodus gespielt, das heißt in der Gruppe spielt jeder gegen jeden und danach gibt es Platzierungsspiele. Wir haben auch 5 Damenmannschaften, den SV Reikersdorf, First Vienna FC, die Damen aus Kronbach, der USC Landhaus, die dankenswerte eingesprungen sind, weil uns ja ausgefallen ist, und dann die Legends. Und bei den Legends, brauche ich jetzt kurz einen Schummelzettel, gibt es einen Gastspieler oder eine Gastspielerin, die für Rekorde in der ÖFB-Bundesliga gesorgt hat. Und zwar die Frau Miriam Gstöttner ist Rekordtorschützin in der ÖFB-Frauen-Bundesliga. Sie hat sage und schreibe 393 Tore erzielt. Gratulation, freue mich schon auf das, was wir sehen werden. Ja, es gibt noch von 11 bis 18 Uhr auch die Möglichkeit, am Matchtag am 17.12. in der Sporthalle in Kronbach auch Stammzellen zu spenden. Wenn ihr auch hier was Gutes tun wollt und eventuell wirklich ein Leben retten könnt, bitte kommt, es wäre wirklich wahnsinnig wichtig. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir als Gemeinschaft, nicht nur wie Boca Juniors, sondern auch ihr, die spendet, was Gutes tun könnten. Ja, und dann... Das Wichtigste, kauft Lose. Unterstützt in jeglicher Form. Lose gibt es für den Boca Juniors, Spendenlose. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Erster Preis ist ein Skifahren mit Fritz Strobl, mit Andi Goldberger in Alpendorf. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken. Danke auch an Stefan Lansack, der in Django unterstützt bei der Matchplanung, bei der Turnierplanung und den Franz Riegler fürs Video. Danke recht herzlich. Ciao, Baba. Alles Gute. Wir sehen uns am 17.12. Ciao.